24 Stunden nach dem 7:2 Heimerfolg über Laibach ging es in der Vorarlberghalle nun gegen Blitz. Die FPIVU Feldkirch auch in dieser Partie von Beginn an hellwach. Dennoch dauerte es 6 Minuten, bis zum ersten Mal etwas Zählbares herauskam. Draschkowitz traf im Powerplay zum 1:0. Die Hausherren nun gestärkt und natürlich mit einer breiten Brust. Dies wurde auch in Tore umgemünzt. Plötzlich ging es ganz schnell. Meier auf und davon und mit dem erfolgreichen Abschluss. Neuer Spielstand 2:0. Noch hatten die Cracks um Coach Miloš Holan nicht genug. Weiter ging es nur in eine Richtung. Wiedmeier vor dem Tor plötzlich völlig frei und dann auch mit dem erfolgreichen Abschluss. Die VU führte mit 3:0. Bei diesem Spielstand ging es zum ersten Mal in die Kabinen. Auch im mittleren Abschnitt änderte sich nichts an der VU-Überlegenheit. Feldkirch klar spielbestimmend und auch mit den nötigen Toren. Winzig mit toller Übersicht. Tomaschek brauchte nur noch hinzuhalten und schon führten die Montfortstädter 4:0. Die Partie hatte ab sofort nur noch Trainingscharakter. Die Scheibe lief gut und wieder war es Winzig, der den freien Mann sah. Dieses Mal schloss Draschkowitz erfolgreich ab. Die FPIVU lag mit 5:0 in Front. Die knapp 900 Zuschauer bekamen jetzt einige Hockey-Leckerbissen geboten. Feldkirch konnte befreit aufspielen und erzielte weitere Treffer. Zunächst traf Grabermeier zum 6:0. Wenig später war es Winzig, der nach etwas mehr als einer halben Stunde auf 7:0 stellte. Im letzten Abschnitt startete Feldkirch erneut wie aus der Pistole geschossen. Genau 10 Sekunden dauerte es bis zum ersten Treffer. Meier nahm Maß und versenkte die Scheibe eiskalt im Tor. Neuer Spielstand 8:0. Den Fans gefiel's natürlich. Noch war der Torhunger der Hausherren aber nicht gestillt. Feldkirch wollte mehr und Feldkirch bekam mehr. Novak traf zuerst nur die Maske von Blättkeeper Kapus. Im Rebound war aber Draschkowitz zur Stelle und erzielte das 9:0. Anschließend durfte sich Novak in der Kühlbox ausruhen. Der Torparty der VU tat dies aber keinen Abbruch. Die Hausherren trafen weiter nach Belieben. Meier machte den zweistelligen Erfolg fix und traf in Unterzahl zum 10:0. Die Partie dauerte aber immer noch über 10 Minuten und die Gäste aus Slowenien zerfielen immer mehr. Rina mit dem Querpass durch die Zone, Draschkowitz war da und traf zum 11:0. Wenig später machte Schenach mit diesem Treffer das Dutzend voll. Die FPIVU Feldkirch durfte mittlerweile fast ohne Gegenwehr agieren. Die Scheibe lief wie im Training, dementsprechend flüssig auch die Kombinationen und erfolgreich dann auch der Abschluss. Tor Nummer 13 hier durch Draschkowitz. Die Frustration der Gäste mittlerweile verständlicherweise relativ hoch. Irgendwann musste das Ganze raus, Grabermeier traf hier auf Wurnik, die beiden beruhigten sich aber relativ schnell wieder. Und als wieder gespielt wurde, ging auch das muntere Toreschießen weiter, Scheiber ohne Mühe, neuer Spielstand 14:0, die Zeit 55 Minuten und 7 Sekunden. Noch war die Partie aber lange nicht zu Ende und plötzlich geschah das Unerwartete. Die Gäste mit einem schnellen Konter und mit dem erfolgreichen Abschluss. Burazin erzielte das 14:1, Ehrentreffer also für Blitz. Erneut hatte Feldkirch aber die richtige Antwort parat. Draschkowitz mit dem perfekten Zuspiel auf Winzig, der traf zum 15:1. Kurz vor Schluss dann aber noch einmal die Gäste aus Blitz. Keimel erzielte hier einen weiteren Treffer und sorgte so für den Endstand von 15:2. Ja, wir haben schon vorher gewusst, dass sie bis jetzt alles verloren haben, glaube ich. Und ja, wir waren auf jeden Fall ein gutes Stück besser und war ein verdienter Sieg. Und ja, hat leicht ausgeschaut und war auch ziemlich leichter. Ja, natürlich, wir wollten auch zu Null spielen, das ist uns leider nicht gelungen, das ist ein bisschen bitter, aber sonst sind wir über das ganze Spiel gegangen, mit vier Linien, wie immer, und ja, haben wir auch nach dem Spiel gestern noch genug Kräfte gehabt. Ja.